Viele Menschen vertrauen der Schulmedizin, doch die stößt irgendwann an ihre Grenzen. Und genau an dieser Stelle greift dann die alternative Medizin, die Naturheilkunde. Ein Verfahren ist die Neuraltherapie und genau über die möchte ich heute mit dem Dresdner Naturheilpraktiker Professor Ivailo Schmidt sprechen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Schmidt, vor einiger Zeit prangte die große Schlagzeile der Rückenheiler mit dem Spritzenjob in einem großen Boulevardblatt Deutschlands über Ihrem Namen. Was hat es damit auf sich? Seit Beginn meiner Praxistätigkeit 1993 führe ich die Neuraltherapie vor allen Dingen bei Schmerzpatienten durch. Dabei werden spezielle Medikamente in und an Nervenstränge appliziert, aber auch in Gelenke. Diese Medikamente haben wesentlich weniger Risiken als die heute üblichen Cortisonpräparate bzw. die wiederentdeckte Strahlentherapie. Welche Geschichte verbirgt sich jetzt hinter der Neuraltherapie? Der Arzt Dr. Ferdinand Hunecke lebte von 1891 bis 1966. Im Jahre 1925 entdeckte er das sogenannte Sekundenphänomen. Seine Schwester litt unter einer extrem starken, ständig wiederkehrenden Migräne. In seiner Verzweiflung spritzte er das Medikament Atofanyl und binnen Sekunden war die Migräne verschwunden und kehrte auch nicht wieder zurück. Hunecke entdeckte eine ganze Reihe interessanter und wirksamer Indikationen für die Neuraltherapie. Und in einer Vortragsreise, die er in der DDR durchführte, stieß er auf den Arzt Dr. Peter Dosch. Dieser war begeistert von den neuen Therapiemöglichkeiten und führte die Neuraltherapie auch sehr erfolgreich weiter. Daraufhin schrieb er ein Buch zu diesem Therapieverfahren, welches allerdings in der DDR nicht verlegt werden durfte. Grund dafür war ein Disput, den er mit einem Gerichtsmediziner Otto Prokop gezwungen war zu führen. Dieser Prokop war Chefgutachter des DDR-Gesundheitsministeriums und wollte die Wirkungsweise der Neuraltherapie am lebendigen Menschen nicht verstehen. Dosch schmuggelte daraufhin sein Lehrbuch nach Heidelberg, wo es 1964 erstmalig verlegt wurde. Der Otto Prokop setzte Dosch aufgrund seines Erfolges weiter unter Druck, sodass dieser nach München auswanderte und von dort aus die DDR-Ärzte mit seinen Büchern selbstlos versorgte. Die Neuraltherapie, die führen Sie ja schon eine ganze Weile durch. Wo haben Sie die Behandlungsmethode gelernt? In der Sowjetunion, aber auch in Bulgarien, führte man statt der Vollnarkose sehr häufig die Plexusanästhesie durch. Diese kommt der Neuraltherapie sehr nahe. So lernte ich die Grundlagen. Später, nach der Wende, durfte ich dann Peter Dosch persönlich kennenlernen und mich von ihm ausbilden lassen. Nach seiner Ausbildung sagte er zu mir: Ich stehe hinter dir. Ich führe dir die Hand. Hab keine Angst. Ich stehe hinter dir. Schau dich ruhig um. Die Neuraltherapie hat jetzt auch was mit dem sogenannten Quaddeln zu tun, also sprich mit der Methode, mit der man mit Hilfe einer Injektion Huckeln in die Haut spritzt? Ja, die Quaddelung ist sozusagen die Anfängertechnik. Sie ist ein klein wenig schmerzhaft und wirkt über die sogenannten Reflexzonen auf innere Organe ein, also sogenannte Hatchet-Zonen, die in der Medizin bekannt sind. Die große Neuraltherapie befasst sich allerdings damit, in und an Nervenstränge sowie in Gelenke zu injizieren. Ja, das Wirkprinzip vielleicht noch mal ganz kurz erklärt? Das Wirkprinzip ist folgendes. Eine normale Nervenzelle hat eine Spannung von 80 Millivolt. Wird jetzt ein Nerv gereizt, dann bricht diese Spannung zusammen auf nahezu 0 Millivolt. Das geschieht mit einer Kalium-Natrium-Pumpe an der Zellmembran. Nach einer gewissen Erholungszeit, wir sprechen von Repolarisation, erhält der Nerv seine Ausgangsspannung wieder und wartet sozusagen auf das nächste Signal. Wenn jetzt aber ein Nerv dauerhaft gereizt ist, zum Beispiel beim Hexenschuss, wenn er eingeklemmt ist, dann muss dieser Nerv erst mittels Chiropraktik befreit werden. Dann injiziert man das Neuraltherapeutikum, sodass der Nerv seine normale Nervenzellspannung erhält. Und damit kann er adäquat arbeiten und der Schmerz verliert sich für den Patienten spürbar. Allerdings, wenn eine längere Vorgeschichte dahinter steht, benötigt man mehrere Therapiesitzungen. Welche Grenzen und Risiken birgt eigentlich die Neuraltherapie? Die Grenzen der Neuraltherapie bestehen vor allen Dingen darin,
dass bereits zerstörtes Gewebe nicht wieder regeneriert werden kann. Es können Blutergüsse auftreten, aber auch allergische Reaktionen. Allerdings sind in den letzten 18 Jahren meiner Praxistätigkeit nur 2 Fälle allergischer Ekzeme aufgetreten. Man kann also von einem relativ sicheren Therapieverfahren sprechen. Kommen wir mal zu den Krankheitsbildern. Welche behandeln Sie? Gelenks- und Rückenbeschwerden, aber auch unerfüllter Kinderwunsch, Migräne, Kopfschmerzen, Regelstörungen, aber auch Verdauungsstörungen, die vegetativ bedingt sind. Okay. Welche Voraussetzungen muss eigentlich der Patient für die Behandlung mitbringen? Er braucht vor allen Dingen viel Geduld mit mir, denn ich führe keine 3-Minuten-Sprechstunde durch und muss tatsächlich die Ursachen abklären, da wir in der Neuraltherapie eine sogenannte Störfeldsuche auch begehen. Also das kann sein, dass es sich zum Beispiel um Narben handelt. Narben, die entstört werden müssen, weil sie an anderer Stelle irgendwelche Organfehlfunktionen auslösen. Weiterhin darf der Patient keine größeren Gerinnungsstörungen aufweisen. Okay. Ja, liebe Zuschauer, ich denke, wir haben viel über die Neuraltherapie erfahren. Professor Iwailo Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Ja, liebe Zuschauer, bleiben Sie gesund.